Was geht, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zum achten Placement Match. Genau. Wir stehen 5 zu 2. Ne, wir invaden nicht. Und wir werden dieses Mal nochmal White Jungle spielen. Hat schon einmal gut geklappt. Und ich bin zuversichtlich, dass es da auch nochmal klappen wird. Aber wie viel Cooldown hat das? 2 Minuten. Wenn ich das jetzt place. Ja, ich werde wieder meinen Invade probieren, weil wir spielen gegen den Nocturne. Ich gehe mal stark davon aus, dass er beim Blue anfängt. Ich werde einfach wieder gucken, wie es mit der Botlane aussieht von denen. Wenn die direkt schon da stehen, dann werde ich den Invade probieren. Wobei, sie haben jetzt ein Trinket gesetzt, aber das wird eh weg sein, bis ich da bin. Also alles okay. War auch nur das Trinket von Braum. Man sieht ja, er hat noch die Ward hier. Aber alles super. Okay. Weiß im Moment, also hier Patch 5.3 ist das gerade, falls das Video was später online kommt. Finde ich, ist eigentlich sehr, sehr viable gerade. Also immer noch. Ich meine, wann war die denn mal nicht viable? Die hält sich da relativ gut die ganze Zeit. Hat natürlich auch ein nice Engage. Und ja, wenn man sich unser Team-Combo anguckt, sollten wir die eigentlich rapen? Die ist nämlich richtig nice, finde ich. Ich meine, Ori in der Mitte, dann hier CC durch Annie. Dann haben wir Sivi und dann einfach Shen als, Shen als Tank. Hallo, E. Alter, da leckt's. Was war denn los? Und mit Vi, finde ich, ist der Jungle Speed einfach richtig krass. Und man geht auch mit relativ viel Leben vom Blue Buff weg. Also das ist schon gar nicht mal so übel. So, dann placen wir jetzt die Ward ganz schnell. Okay, hat Red angefangen. Scheiße, ich habe gar nicht auf die Bottom Lane geachtet. Dann machen wir jetzt die Crab und gehen am Back und am Red. So. Hätte ich natürlich mal drauf achten können, aber egal, das macht auch nicht einen großen Unterschied. Jetzt warten wir noch kurz bis 450. Können das Trinket schon mal ändern. Und dann geht es direkt zum Red Buff. Hat uns jetzt ein bisschen delayed. War mein Fehler. Ich habe nicht gesehen, dass die Botlane erst so spät da war. Habe ich irgendwie gar nicht drauf geachtet gerade, deswegen. Ja, dauert das jetzt halt kurz länger. Wird aber auch nicht so ein großes Problem werden, weil den Blue Buff brauche ich nicht unbedingt zum erfolgreichen Ganken. Jetzt bin ich halt höchstens vom Level halt ein bisschen im Nachteil. So, jetzt bin ich Level 3. Jetzt könnte ich top gehen. Erstmal schnell Gromp machen. Hier sollten wir nicht allzu viel Leben verlieren. Tun wir auch nicht. Alles super. Shen ist natürlich jetzt nicht der mit den höchsten Damage. Gut, dann nehme ich mir die. Ich weiß nicht, irgendwie hat die kein Flash schon mehr gehabt oder was war los? Auf jeden Fall wollte sie es nicht benutzen. Die Crab ist gar nicht. Da ist er. Da ist der Nocturne. Jetzt können wir natürlich keine krassen Flash-Plays machen. Oh fuck, jetzt hat er mich gesehen.
Na egal, dann ist er jetzt vielleicht ein bisschen weggefiert. So, wir können jetzt hier mit dem Jungle Buff vom Golem eigentlich ganz gut die Camps clearen, ohne allzu viel zu verlieren. So. Jetzt können wir nochmal gucken, ob wir die Crab kriegen. Weil das ist auf jeden Fall immer ein ganz netter Gold wert. Da ist sie. Die sollten jetzt down kriegen. Bisschen buggy, aber naja. So, Botlane kann ich gerade auch nichts machen. Das heißt, ich gehe einfach mal zu den Wolves. Kann dann die fehlenden XP noch reinholen. Ich sollte da mal weg, weil sie überhaupt keine Vision über die Büsche hat, bis auf die Crab, die oben ist. Weiß sie halt nicht. Okay. Ah, okay, mit Ulti. Ich dachte schon. Okay, so uns sind anscheinend nicht mal Premates, sonst hätte die ja wohl kaum WP geschrieben. Gehe ich da mal über den River. Hier dürfte aber nur Ward stehen. Ja, okay. War ganz gut. Da sollten wir jetzt weggehen, da die Mitte weg ist und Zed soll hier auch keine Free Kills bekommen. 1,8K, das sieht sehr gut aus. Blue Buff ist schon wieder ab. Wir müssen jetzt so gucken, falls Zed kommt. Nope, der kommt nicht mehr. Und das sieht auf jeden Fall sehr, sehr nice aus. Wir haben jetzt schon komplettes Jungle-Item und Anfang vom Brutalizer. Ist nicht unbedingt immer gut, wenn man mit Vi die ganzen Kills kriegt, weil im Late Game. Naja. Also es ist besser, wenn da der AD oder AP-Carry halt die Kills hat. Fürs Late Game. Aber im Early habe ich dadurch auf jeden Fall immer einen ganz guten Vorteil. Okay, keiner hat Flashbot. Ich muss aber trotzdem jetzt erstmal meinen Red Buff machen. Wollen ja nicht invaded werden. Beziehungsweise gecounterjungelt, ja, was auch immer. Shen ist mit. Zed ist Mitte. Shen TP'd sich top. Oh. Ja, man sollte schon auf den Timer achten. Können wir kurz die Pinkward placen. So. Haben jetzt schon wieder zwei Stacks auf Smite. Apropos Smite, wir sollten uns mal um den Dragon kümmern. Ich glaube, ich werde jetzt Bot ganken und dann holen wir uns den Drake. Wenn der Gank klappt. Ich gehe, glaube ich, über den River und nehme die Crab noch mit. Okay, Tribrush ist gewardet, habe ich gerade auf der Minimap gesehen. Zed ist aber auch da. So. Das können wir auf jeden Fall umdrehen, den Fight. Oh, nice. Habe ich mir kurz einen geholt.
Das war gut. Jetzt können wir auch, wie eben schon angedacht, den Drake machen. Weil der Jungler ist vor allem tot. Außerdem hat der sich das Counter, okay. Da muss ich jetzt aber mal gucken, ob der wirklich so krass Counter-Jungelt, dass der. Weil der hat sich das Counter-Jungle-Item gekauft. Vielleicht ändert der es noch. Ich weiß gar nicht, ob das schon. Nee, ist wohl kaum schon fertig, ne? Ja, dann ändert es wahrscheinlich noch, oder? Nee, der hat das ja noch gar nicht. Der hat ja nur. Das wäre 450 bis jetzt. Gut, erster Drake geht an uns. Das heißt. 6% Attack Damage und Ability Power für jeden. Kann nicht schaden. Und wir haben den Brutalizer theoretisch schon ready, den zweiten. Oh. Okay. Okay. So, Schuhe. Und dann können wir auch schon wieder los. Warum bewegen? Lol. Harte Legs. Okay. So, ich denke mal, Botlane ist wieder was zu holen. Unsere Lane pusht gerade zum Glück nicht, deswegen ist das immer relativ dankbar für mich. Okay, jetzt pushen sie doch. Warum kommt denn der Full Engage immer bevor ich da bin? 14 Sekunden für Ulti. Mal doch fighten. Und schnell raus, schnell raus, schnell raus, schnell raus. Jetzt sieh, wir macht der Match. Weg, 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 weg. Okay, sieh, wir stirbt noch. Annie glaube ich nicht. Die hat ja ihren Stun-Up. Sollte also kein Problem sein. Nein, da war ich zu greedy. Ah. Ja, ich wollte zumindest noch einen Support für den Zed kriegen. Ich glaube diesmal. Warte mal, was hat ein Shen bis jetzt? Shen hat sich bis jetzt nur Magie-Resi gekauft, aber bei denen hat auch noch keiner wirklich Kills. Das heißt, ich gehe trotzdem wieder auf Triforce. Werde wahrscheinlich Triforce und das Tank-Item gleichzeitig so ein bisschen bauen. Aber mit Triforce auf Weil, da geht man schon immer ganz gut ab. Da bringen dann einem die Kills auch ein bisschen was. Sieht aber ganz gut aus bis jetzt. Ich denke auch vom Teamfight im Late Game sieht das für uns gar nicht mal so schlecht aus. Ori. Nicht. Guck mal wieder nach der Crab. 2,24 noch für Drake, also ist noch lang hin. Aber die gibt schön viel Gold. Die nehme ich gerne mit. So, jetzt kommt hier ein Engage. Ja, nice. Sowas richtig gut, weil die anderen brauchen jetzt momentan die Kills mehr als ich. Ich denke mal, den Zed können wir noch holen. Anscheinend auch nicht. Keine Ward hier. Aber auch kein Red hier. Gut, es kommt jetzt auch keiner aus der Mitte. Das heißt, wir können uns die Golems
Ah, dann halt nicht. Alle meine Pläne werden hier zerstört. So, Red Buff. Okay, Sivir hat ihren Anus prepared anstatt für Drake. Ich weiß nicht, ob das wirklich was bringt. Werden wir jetzt sehen. Mal sehen. Okay, Nocturne zieht das mit dem Counter-Jungle-Item durch. Komischerweise sind die Camps immer da, wenn ich sie nehme. Nehmen will. Wieder zu früh rausgelaufen. Oh, das war schlecht. Das war so schlecht. Oh mein Gott, ey, ich habe doch den Braum vorher gesehen. Alter, war das beschissen. Nee, 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 nee. Ah, und ich sag noch Prepare for Drake, aber keiner war auch nur in der Nähe. Alleine. Dann einfach alle noch auf ihren Mains. Jetzt kriegen die den. War natürlich auch scheiße davon, Ori und mir da dann reinzugehen. Total sinnlos. Holen die den Drake schon? Ja, ich gehe mal davon aus, ne? Zwei Leute sind auf einmal weg. Aber das macht nichts, wir sind immer noch Clanführung. Oh, jetzt habe ich den Q wieder benutzt. Stelle ich mich hier hinter. Diese Crabs, die geben immer so viel Gold. So. Oh mein Gott. Synchronflashen. Das war nice. Haben wir zwei Flashes rausbekommen für eine Sivir Ulti. War es auf jeden Fall worth. Mal sehen, ob wir die kriegen. Scheiße. Die habe ich nicht gesehen. Ob wir da noch pünktlich kommen. Lol. Auch gut. So. Ach. Als ob der schon so nah war. Scheiße, damit habe ich nicht gerechnet. Aber na gut. Was war das jetzt? Wir fighten. Was jetzt gerade natürlich auch hier an mir lag. Richtig beschissen die ganze Zeit. Klar, und Shen ist natürlich vorher auch noch gestorben. Sivir wurde auf jeden Fall gesehen. Die würden wir sonst nicht so mal defensiv gehen. Ich weiß gar nicht, skaliert eigentlich irgendwas mit AP? Ja, meine E. Cool.
Come on. Ah, nice. Come on. Ja, die stirbt auch. Warum hat die keinen Weh? Anscheinend nicht. Na egal, das war jetzt wieder ganz gut, dass wir da ein bisschen davongezogen sind. Hätten uns auch Bauern holen können. Aber oh, dann halt nicht. Ah. Mal gucken, ob der ein Red Buff up ist. Naja, wir sollten das lassen. Keine dummen Fights jetzt mehr. So. Noch schnell den Blue secured. Sieht ja alles hier gut aus von den vom Drake Timer. Haben wir noch Zeit. Nice. Triforce Ready ist natürlich schon eine gute Sache. Sivir sollte sich den Red Buff holen. Oh, ich kann mir den auch eigentlich holen. Wir kriegen gleich den dritten Drake, hoffentlich. So, holen wir uns noch unseren Red. Nicht smiten, damit wir gleich für einen Fight und für Drake noch Smite haben. So, da bin ich. Wenn ich jetzt auch noch Tanky ein bisschen was kaufe, dann ist das schon echt immer ein krasses Bild mit einem guten Ausgleich zwischen sehr, sehr viel Damage und ein bisschen Tanky. Also ich halte auch ein bisschen was aus. Hier wird fast immer gewardet, der Jungle-Eingang. Deswegen, da kann man immer mal vorbeischauen. Warte, ich guck mal, ob hier eine Pinkwort drin ist. Ja. Oh, was? Der TP'd sich top. 7 Sekunden bevor Drake spawnt. Oh, fuck. Okay. Was? Ah, die kann auch pushen. Okay, da haben wir uns einen Triple Kill. Hätten fast den Quarter bekommen. Hätte ich noch meine Q, wäre die eine Sekunde eher wieder abgekommen. Aber das ist schon gut so. Das reicht auch. Ich meine, wir haben 4 für 2 getradet. Und Shen war noch nicht mal dabei, glaube ich. Oder? Ne, der hat wieder reingeultet. Ja gut, dann war er doch... Wenn das so ist, dann gehe ich jetzt einfach Full AD, weil wir haben Shen. Man hat ja gesehen, ich mache trotzdem noch, kann trotzdem noch ganz guten Schaden raushauen. Bitte lasst euch den jetzt nicht stehlen. Stehlen, Alter. Okay, nice. Wir haben 12. Ja, der Schaden ist auf jeden Fall jetzt vorhanden. Weg, 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 weg. Okay, das war krass.
Ja, da wollte ich jetzt nicht ulten. Hier war jetzt nur Shen in der Nähe. Okay, da war jetzt auch noch Annie. Aber das wäre jetzt nicht worth gewesen, da wäre ich 100 pro gestorben. Aber egal, wir können das auch hier 4 gegen 5 treffen. Das sollte kein Problem sein. Vor allem mit dem Shield. Was wir hier die ganze Zeit kriegen. Das ist kein Thema. Man sieht, sie gehen schon weg. Haben sie selber gemerkt, dass hier nichts zu holen ist. Schade. 563. Brauche ich mal eine Crap. Jetzt, wo gerade alle weggegangen sind, hätten wir einen Instant Baron Rush machen können. Scheiße. Okay, hätten wir nicht. Okay. Wir. Ja, kriegt sie. Nice. Ist da? Nee, ist nicht da. So, wir könnten uns jetzt schon Ghostblade kaufen. Vier Minuten für Nessa Drake. Also spätestens in einer Viertelstunde wird das hier beendet sein. Oder noch weniger. Drake hat ja nur 6 Minuten. Also in 10 Minuten wird das hier spätestens beendet sein. Weil dann, wenn wir da den fünften Drake haben, ist eh vorbei. So. Können wir jetzt mal weggehen. Jetzt kommt aber allerspätestens das Tanky-Item. Hat da gerade jemand geflasht? Oder habe ich dich verhört? Ich glaube, ich nehme einfach nur Warmox. Und dann, wenn ich das Jungle-Item... Ach nee, Quatsch. Danach kommt ja noch ein Item. Okay, also nehme ich einen Warmox. Scheiße, da wird die Pink Ward geklärt. Ja, wenn die drei Bot treffen, dann kann ich einfach auch Mitte pushen. Sollten wir besser lassen. Sehen halt nicht, wo sie gerade sind, ne? Okay. Nock ist noch Bot. Dann droht von dem schon mal keine Gefahr durch eine Ulti. Jetzt können wir tatsächlich mal auf den Baron gehen. Zumindest mal hingehen. Oh, ich bin nicht mehr rausgekommen. Oh mein Gott. Und die Divi ist immer noch in der Base. Oh, der Fight fing so gut an. Ah. Wir throwen das gerade krass. Okay, wenn die jetzt natürlich noch einen holt, wäre es mal wieder ganz okay. Ja. Nicht schlecht, nicht schlecht, aber dafür, dass wir da so krass engaged hätten können. Es war ein bisschen blöd, dass ich da über die Wand geflasht bin.
Ich hätte vielleicht mit dem Fleisch zurückprobieren sollen. Und dann noch mit Ghostblade fighten. Naja, den werden wir jetzt wohl hoffentlich securen. Die machen dafür Burn. Ich glaube schon. Haben sie nicht. Da müssen wir rausgehen und warten. Dürfen jetzt hier nicht zu viel riskieren. Wir haben jetzt schon den vierten Drake, also spätestens beim fünften Drake werden wir uns fighten müssen. Sonst sieht schlecht für die aus. Da können wir, glaube ich, sogar Drake gegen Baron traden. Falls sie dann auf Baron gehen. Aber wir haben hier leider nichts, was irgendwie poken könnte. Da können wir uns da nur gegenüberstehen. Und die Cassio kann ein bisschen was poken. So, bisschen Vision wegnehmen. Ist immer ganz gut, wenn da jemand mitläuft. Wenn der Supporter das Trinket geupgradet hat. Oder hätten ihn engagen können. Aber die wissen natürlich auch, dass Shen jederzeit rein TPen kann. So, können wir erstmal ein bisschen Pressure rausnehmen. Denn die müssen jetzt top zum Beispiel treffen. Ich würde gerne beim nächsten Fight mit Warmogs kämpfen. Und Shen ist sowieso jetzt weg. Das ist natürlich jetzt der perfekte Moment für die, um Baron zu machen. Wir haben auch gar keine Vision gerade über dem Pit. So, jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Leben. Ich denke, jetzt als letztes Item, wenn ich mir dazu angucke, kaufe ich mir eher ein bisschen Armor. Ja, wir müssen jetzt einfach ein bisschen abwarten. Kommt der Shen noch mal wieder? Ich hoffe es ja mal. Ja, der sollte gleich wieder da sein. Der hat bestimmt noch ein DC. Sollten uns jetzt einfach nicht catchen lassen. Schön am Tower stehen. Dann ist das natürlich verständlich. Ah, ich sollte hier mal ein bisschen weggehen. Nicht, dass hier noch jemand kommt. Oh, das ist keine gute Idee. Thank you.
Ja, okay. Ist im Endeffekt doch noch gut gelaufen dann. Gut gegangen. Ja, mit einem Minion lässt sich da jetzt nicht viel pushen, leider. Und da ist schon wieder. Da. Einfach weg jetzt. Einfach weg. Da sollte man gar nicht irgendwie noch was Dummes probieren. Wir preparen jetzt lieber für. So, wenn wir den haben, dann ist nämlich. Dann ist es noch schwer zu throwen dann noch. Sag ich mal. Beim Full jetzt schon, Alter. Oh, 8, 3, 14. Nicht schlecht, nicht schlecht. Kommt, Leute. Kommt dran, hier ist keine Ward drin. Scheiße, Alter, wenn wir das jetzt vorne hier. Okay, wir haben noch nicht mal gegen Baron das Ganze getradet. Ich habe gar nichts gesehen in dem Fight, ey. Na komm. Alter, guckt euch meinen Laufspeed an, ey. Oh mein Gott, Alter. Wir können jetzt eigentlich alles machen. Wir können auch Baron holen. Warum denke ich nicht? Jo, Baron. Baron. Ich kann das nicht finishen. Wir hätten das finishen können, scheiße. Ah, ich sehe viele Tote. Okay, oder auch nicht. Können wir noch? Okay. Dann nicht. Jetzt können wir. Ich habe aber. Okay, vielleicht ist ja eine Vi mit Kills doch ganz geil. Alter Vater, ey. Der Damage, den ich mache, der ist schon nicht so scheiße. Können wir jetzt auf jeden Fall finishen. Mann, ich wollte ihn auch killen. Naja. 6-2, ja. Mal sehen, ob wir noch ein 8-2 draus machen können. Oder ob wir erstmal in der nächsten Folge ein 7-2 schaffen. Wir werden es sehen. Bis dahin, haut rein.